natürlich nicht davon ab, in einem Overkill an Anträgen und Anfragen den Bundestag mit ihren besten Listen des genderpolitischen Wahnsinns zu tyrannisieren. Besonders den Grünen ist keine Frage zu absurd. In ihrer großen Anfrage wollen sie in über 210 Fragen von der Bundesregierung zum Beispiel wissen, welche Informationen in Bezug auf Chemsex-Drogen von bisexuellen Erwachsenen hat die Bundesregierung und welchen Zusammenhang sieht die Bundesregierung mit Diskriminierungen oder welche Unterstützungsangebote es gibt für LSBTI of Color oder welche speziellen Wohnungsangebote für Bi- und Transsexuelle im Alter über 60, also etwa besondere Hilfen für 70-jährige bisexuelle Afrikaner und transsexuelle Pakistanis. Die Grünen interessieren sich auch für besondere Suchthilfen nach dem Konsum von Sexdrogen und Crystal Meth im Kontext von schwulen Lebensstilen und schwulen Biografien. Da frage ich mich, warum fragen Sie das eigentlich die Bundesregierung und nicht Volker Beck? Noch absurder wird es, wenn die linksradikalen Genderideologen und Lindner-Liberalen nicht nur fragen, sondern fordern, und darüber sprechen wir jetzt. Sie wollen, dass jeder sein Geschlecht wechseln darf. Einmal im Jahr soll er das dürfen. Aus Robert wird Roberta. Und dass jeder bestraft werden soll, der trotzdem das reale biologische Geschlecht auch nur anspricht. Hallo Robert, kostet dann 2.500 Euro Strafe. Die FAZ kommentierte das am 29. Januar so, ich zitiere, ein Staat, der das unterstreicht, Strafe stellt, fordert seine Bürger zum Schweigen oder zur Lüge auf. Praktiken, die diktatorischen Regimen vorbehalten waren, werden plötzlich von den freien Demokraten vertreten. Oder in kurz, die FDP ist nicht mehr zu retten. Werden Ihre Forderungen Wirklichkeit, darf jeder Mann Olympiasieger beim Frauengewicht heben, werden Sie zerstören Frauen ihre ureigene Domäne, den Frauensport, freie Bahn für Betrüger und Preisgeldjäger. Männer, Sie zerstören die Intimsphäre auch von Frauen, Männer dürfen in Frauenumkleiden, männliche Gewalttäter dürfen in Frauenhäuser und so weiter. Und Frauen, die sich gegen den Angriff auf ihre Intimsphäre wehren, müssen dann Geldstrafen bezahlen, weil sie den Mann mit seinem biologischen Geschlecht ansprechen. Noch schlimmer,